Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. In dieser Woche gibt es mal zur Abwechslung wieder keine Konferenz. Dafür aber die Partien, die Samstagnachmittag sind, in einer ausführlicheren Zusammenfassung. Tippt wie immer gerne mit den Kommentaren und bleibt schön sportlich fair. Jetzt geht's erstmal los mit der Partie Dortmund gegen den 1. FC Köln. Viel Spaß dabei und Dankeschön auf jeden Fall fürs Reinschalten. Zum Auftakt des 19. Spieltags empfängt Borussia Dortmund den 1. FC Köln im heimischen Signal Iduna Park und es war natürlich die große Haaland-Show, anders ist es nicht zu bezeichnen beim 5:3 gegen Augsburg. Doch auch bei Köln läuft es richtig gut, unter Gisdol mittlerweile ist man stark angekommen in der Liga. Wir sind hier in der Anfangsphase, Tschichos, der stolpert und dann in dieser Szene den Ball mit der Hand spielt, Sancho die Schussmöglichkeit dadurch raubt, aber ist das wirklich Absicht? Ungünstige Situation für Köln und Haaland durfte antreten, nicht Marco Reus. Erling Haaland nimmt sich der Sache an und verwandelt ganz überlegt. Vierter Treffer, 7. Spielminute, 1:0 für den BVB. Die Schwarz-Gelben logischerweise davon wieder mal beflügelt, doch der 1. FC Köln stand gut in der Defensive, wenig ließen sie zu, 23. Minute, Jadon Sancho mit dem Abschluss, trifft nur das Außennetz. Logischerweise waren die Dortmunder dominant, doch der 1. FC Köln zeigte sich dann auch, mehr und mehr kam besser rein. Keine halbe Stunde gespielt, Thielmann auf Cordoba, die Lebensversicherung aktuell der Geißböcke. Guter Abschluss aus rund 17 Metern. Roman Bürki ist zur Stelle und fischt ihn raus. Der hätte gepasst. Schöner Schuss, aber auch eine wirklich schöne Parade. Zehn Minuten vor dem Seitenwechsel, dann aber nochmal die Dortmunder. Axel Witzel, Reus zu Sancho, zu Reus zurück. Schöner Abschluss, der unten links knapp vorbeigeht. Hector schafft es nicht mehr, sich in den Schuss reinzustellen. Juan hat das Nachsehen, kann von Glück reden, dass der nicht einschlägt. 1:0 nach 45 Minuten. Haaland hat es mal wieder gemacht und machte so die Fans und Lucien Favre besonders glücklich. Wieder Beginn, schöne Seitenverlagerung. Hakimi auf der rechten Außenbahn, fehlt so ein bisschen die Unterstützung. Dann holt er sich den Platz aber selber wieder zurück. Julian Brandt zu Witzel. Super von Timo Horn, wie er da noch die Hand ausfährt. Wirklich eine ansprechende Partie, in der der BVB die bessere Mannschaft war. Stunde von der Uhr. Julian Brandt zieht in den Strafraum ein, geht ein bisschen zu leicht, liegt in die Mitte zu Haaland, der im zweiten Versuch erst durchkommt. Der hat einen Zug zum Tor, das ist unglaublich. Der 1. FC Köln, eine Chance sollte sich ihm noch bieten. Thielmann, Skiri, Cordoba. Gute Pastafetten. Hector legt in die Mitte. Aber da kommt Marcut nicht mehr ran. Es blieb beim 1:0 für den BVB. Das frühe Tor von Haaland hat es entschieden. Geht nach 90 Minuten gesehen auch absolut in Ordnung. Gladbach gegen Mainz. Am vergangenen Spieltag lief es für beide Mannschaften nicht so wirklich rund. Gladbach verlor 2:0 gegen Schalke, der 1. FSV. Mainz 05 musste sich ebenfalls geschlagen geben, zu Hause gegen den SC Freiburg. Die Partie hier brauchte eine Weile, um in Fahrt zu kommen. Borussia Mönchengladbach etwas zaghaft unterwegs, nun aber mit dieser Aktion. Hermann legt zu Zakaria. Robin Zentner muss eingreifen, 32. Minute, die beste Chance bis dato. Und diese führte um ein Haar postwendend zum Erfolg.
Der erste FSV Mainz 05 versteifte sich auf die Defensive und brachte dann langsam mal einen Nadelstich nach vorne durchgespielt. Brosinski zu Öztunali, zu Levin Öztunali. Die schlagen eiskalt zu, die Mainzer. Ein guter Ball von Brosinski. Dann der Abschluss. Wohl von Strobel minimal abgefälscht, dadurch unberechenbar für Jan Sommer, der nicht mehr rankommt. 0:1 nach 45 Minuten. Die Gäste waren eben in der Chancenverwertung ziemlich effektiv und effizient. Borussia Mönchengladbach hingegen hatte diese Eiseskälte vor dem Tor noch nicht. Es sollte nun besser werden im zweiten Abschnitt. Player zu Patrick Herrmann, der liegt zu Embolo. Der Abschluss ist da, Abseitssituation. Es wurde aber besser, was nun die Fohlen-Elf hier aufs Feld brachte, musste jetzt sich aber auch langsam ranhalten. Die rechte Seite sehr aktiv um Patrick Herrmann. Flankenball, Embolo liegt in der Mitte, der Ball vor den Füßen, weil Thuram gut ablegt. Dann ist das kein schlechter, aber auch kein perfekter Abschluss, sodass Robin Zentner den auffangen kann. Boetius mit dem Ballgewinn legt in die Mitte, das Mateta. Fast mit dem 2:0. Das wäre auch die zweite Torchance gewesen. Mateta, der gegen Freiburg noch ein Tor schießen konnte, sich damit wieder Selbstvertrauen beschaffte, nachdem er so lange ausfiel aufgrund einer Verletzung. Mainz hatte nun die Chance zur Entscheidung. Mateta vergab sie aber in der 77. Spielminute. So mussten sie weiter zittern. Sie hielten Gladbach im Spiel, Jan Sommer, aber auch mit einer guten Tat. Die Schlussphase. Konnte Gladbach nochmal kommen. Das war jetzt eng da hinten bei Mainz in der Defensive. Viele Männer stehen da im Strafraum. Kamen sie irgendwie durch. Thuram legt in die Mitte zu Embolo. Der Abschluss ist hier aber deutlich zu harmlos von Markus Thuram. Mehr wurde es da nicht. Borussia Mönchengladbach muss sich geschlagen geben. Zu Hause mit 0:1. Startet damit mit 2 Pleiten in die Rückrunde rein. Der erste FSV Mainz hingegen holt sich die ersten 3 Punkte im Jahr 2020. Der VfL Wolfsburg unterlag dem ersten FC Köln und auch Hertha verlor sogar mit 0:4 daheim gegen den FC Bayern München. Die Hertha hier besser aufgelegt. Wir sind in der Anfangsphase. Selke, Askar, Sibatsu, Wladimir Darida. Das frühe 1:0 für die Gäste. Askar Sibar mit seiner ersten Torvorlage im Dress. Der Herr Tana ist ja logisch. Das erste Tor, das er mit der Hertha überhaupt bejubeln kann. Die erste Hälfte war nicht sonderlich spannend. Dann aber mal Weghorst, dem hier die Nerven versagen. Schon gegen den ersten FC Köln hatte er in der Anfangsphase 2 richtig gute Möglichkeiten, vergab diese. Jetzt ist es wieder der Keeper, der hier dem Niederländer einen Strich durch die Rechnung macht. Wieder Hertha, Davy Selke, der sich da richtig stark behaupten kann. Askar Sibar, jetzt war er sogar heiß drauf, einen selber zu machen. Babu ist aber dazwischen. Der hätte sonst vermutlich links unten aus seiner Sicht richtig gut gepasst. Nichtsdestotrotz führte die Hertha mit 1:0 durch den frühen Treffer von Wladimir Darida. Das war gut, das war verdient. Ein starker Auftritt der Hertha. Der VfL Wolfsburg jetzt im zweiten Abschnitt aber wie ausgewechselt. Es wurde richtig turbulent, so viel kann man versprechen. Xaver Schlager, Giavogi zu Weghorst und endlich hatte er seinen Treffer in der Rückrunde. 51. Minute. Gut abgezockt gespielt, kein Abseits in beiden Situationen nicht. Vor Jahrstein bleibt er dann. Diesmal eiskalt.
Gute Phase jetzt, der Gastgeber. Brekalo, Arnold zu Schlager, der nochmal weiter. Wechhorst zu Steffen, kein Abseits. 55. Minute, die Partie war gedreht. Super Spielzug. Steffen wird da alleine gelassen und vergessen. Der hält an die Pike ran und dreht diese Partie innerhalb von knapp 4 Minuten. Die Hertha aber spielte munter weiter. 62. Minute, diesmal De Rosun mit einem Abschluss gegen Castells. Der Ball wäre hier sonst wohl auch ans Aluminium gegangen, zeigte aber, dass Hertha sich hier noch lange nicht aufgegeben hatte. Doch der VfL Wolfsburg wusste auch mit diesem Führungstreffer umzugehen. Sie legten noch einen nach. Roussillon zu Arnold. 74. Ist das schon die Entscheidung gewesen? Es sah ganz danach aus. 3:1 für den VfL. Doch nun stellten sie sich in der Defensive nicht gerade clever an bei einer 2-Tore-Führung. Über die linke Seite, dann der Ball in die Mitte gespielt zu Dodi Luke Bacchio. 81. Minute und die Hertha war doch wieder da. 3:2, Darida lässt gut durch. Castells aus kurzer Distanz ohne Chance. Und tatsächlich bot sich noch diese letzte Möglichkeit für die Hertha. Wolfsburg lässt sich auskontern im eigenen Stadion. De Rosun legt in die Mitte. Da ist Luke Bacchio mit dem 3:3. Aber nur vermeintlich, denn die Fahne ging relativ schnell hoch. Dabei war es eine extrem knappe Entscheidung. Aber wenn die Rasenflächen hier richtig gemäht sind, dann ist es richtig und abseits gewesen. Minimal, aber glücklich für den VfL ziehen sie hier mit 3:2 gegen die Hertha vom Feld. Frankfurt zeigte sich durchaus positiv im Spiel gegen Hoffenheim, holte sich dann unter dem Strich auch verdient die 3 Punkte. Nun gegen Leipzig kein leichtes Unterfangen, gegen den Tabellenführer sowieso nicht, aber sie waren mutig. Filip Kostic, der hier in die Mitte legt, Gacinovic mit einer schönen Drehung und mit dem frühen 1:0 für die Eintracht. 4. Minute, Mijat Gacinovic, der da Upamecano ganz eiskalt austanzt und alt aussehen lässt. Für Gulaschi ist da wenig zu halten aus dieser Distanz. Das ist mal ein Paukenschlag hier direkt zu Beginn für den Tabellenführer, der aber auch gegen Union Berlin nach einem Rückstand zurückkam. Christopher Nkunku legt in die Mitte. Das Timo Werner und das muss er natürlich machen. Er weiß es selbst. Keine leichte Situation unter Druck. Kevin Trapp auch mit einer starken Parade. Aber dass das 1:1 sein muss, weiß jeder in dieser Situation. Eckball, Halstenberg verlängert und Mukiele bekommt ihn nicht mehr rumgerissen. Die nächste große Chance zum Ausgleich, der mittlerweile auch absolut verdient gewesen wäre. Frankfurt musste aufpassen, sich hier nicht um den Lohn zu bringen. Denn das wäre absolut möglich gewesen. Die Chancen haben wir gesehen. Deswegen machten sie endlich wieder was nach vorne. Nach 20 Minuten Filip Kostic. Gute Chance, aber haarscharf am Pfosten vorbei. Leipzig hatte noch einen vorm Seitenwechsel. Schick legt zurück zu Konrad Leimer und Kevin Trapp. Seine Wichtigkeit hat nie jemand bestritten, zeigt es aber immer wieder mit solchen Paraden, wie er den rausfischt. Das ist richtig, richtig klasse. Nach 45 Minuten stand es 1:0 für Frankfurt. Die frühe Führung von Gacinovic hatte also nach wie vor Bestand. Und Leipzig tat sich schwer, im zweiten Abschnitt jetzt erstmal rauszukommen. Schon über 20 Minuten abgelaufen. Dann setzten sie sich mal vorne fest. Frankfurt verteidigte aber auch richtig gut. Upamecano zu Schick, leicht angelupfter Ball. Trapp, der da auf Nummer sicher geht, ein paar Schritte noch macht, den Ball klar vor der Torlinie festhalten kann und somit den Ausgleich vermeidet. Frankfurt aber auch nicht unsichtbar nach vorne. Kostic mit der Flanke, Rode mit dem aufsetzenden Kopfball, da wäre deutlich mehr drin gewesen.
Überhasteter Abschluss. Immerhin was für die Statistik. Die Schlussphase im Anbruch. Timo Werner, der den Ball lange treiben kann. Tyler Adams. Fantastischer Pass zu Nkunku. Aber Kevin Trapp ist nicht zu überwinden an diesem Samstagnachmittag. Nicht optimal geschossen. Trotzdem ist das eine super Reaktion. Ganz wichtig. Letzte Aktion. Nochmal RB Leipzig. Mukiele nach einem Eckstoß, aber mit dem Ball in den zweiten Stock. Mehr wurde es nicht. Frankfurt rettet das 1:0 über die Zeit. Bestätigt die Kurve, die nach oben geht. Gewinnt gegen den Tabellenführer mit 1:0. Der SC Freiburg spielt eine absolut herausragende Saison, steht absolut verdient da oben in der Tabelle. Und nun kam der abstiegsbedrohte SC Paderborn, der Tabellenletzte, fast schon abgeschlagen, muss man sagen, hier in den Breisgau. Die erste Chance hatte dann auch der SCF. Amir Abraschi testet hier nach knapp 7 Minuten Leopold Zingerle, der nicht glücklich aussah beim 1:4. Gegen Bayer 04 Leverkusen. Hier kann er sich mal ein bisschen Selbstvertrauen zurückholen. Der SC Paderborn kommt über seine Geschwindigkeit. Jasula deswegen mit einem weiten Schlag nach vorne. Den kann sich Pröger noch holen. Der schlägt ihn in die Mitte und das Sven Michel. 21. Minute. Das zu diesem Zeitpunkt absolut überraschende 1:0 für die Gäste. Vorbei an Schwolo, der jetzt nach seiner Rückkehr auch zu Hause sich mal wieder präsentieren darf. Der SC Paderborn davon gepusht. Antwi Ajay in die Mitte zu Kai Pröger und 0:2. Das war mal ein Ausrufezeichen, mit dem nicht viele gerechnet hatten. Gut, sie nutzen ihre Chancen. Eiskalt führt mit 2:0. Der SCF kam besser rein in die Partie. Verpasst es aber, die Treffer zu erzielen. Zweiter Durchgang. Der SC Freiburg wollte den Anschluss. Da ist Kwon. Der hatte eine richtig gute Partie gespielt gegen den ersten FSV Mainz 05. Verpasst es hier früher abzuschließen. Lässt sich den Ball abluchsen. Aber klar Ball gespielt in dieser Situation. Abraschi legt zurück zu Yannick Haberer. Das Höhler. Das 1:2 überfällig. Nach 62 Minuten machten sie gut Druck. Sie schafften es aber einfach nicht, den so wichtigen Anschluss zu erzielen. Stattdessen kam Paderborn nochmal nach vorne in der Schlussphase. Freiburg kämpfte leidenschaftlich, aber schaffte es einfach nicht, hier wieder reinzukommen. Jasula, Vasiliades, Mamba bekommt den Ball wieder. Schwolo hält den Ball fest. Damit auch das Endergebnis, das doch etwas überraschend zustande kam. Paderborn war ziemlich abgezockt, was die Toreverwertung anging und die Chancenverwertung. Der SC Freiburg muss sich dann mit 0:2 hier geschlagen geben. Der 1. FC Union Berlin hielt wieder lange gut mit gegen Leipzig, verlor dann am Ende mit 3:1 gegen den Tabellenführer. Der FC Augsburg, ja, 3:5 gegen Dortmund, die Erklärung. Beliefen sich auf Haaland und eine zu hohe Verteidigung, auch hier mit Risiko behaftet. Wie Augsburg in die Partie reingeht, Lenz alleine vor Kubek. Muss hier das 1:0 machen. Glück für Augsburg, dass das nicht bestraft wird. In der Defensive sind sie richtig anfällig. Nun sie selber nach vorne. Khedira zu Fredrik Jensen. Erster Schuss, erstes Tor. Das 1:0 für die Fuggerstädter. Kein Abseits. Die Linie wurde nochmal dran gehalten. Khedira legt das Ganze auf. Der FC Augsburg davon getragen. Freistoßposition nicht schlecht für Daniel Bayer. Der nimmt sich der Sache an. Am Ende fällt der Ball noch runter. Doch nicht rechtzeitig.
touchiert maximal hinten so ein bisschen das Netz. Der FC Augsburg zeigte wieder eine sehr engagierte Leistung. Union Berlin kam damit nicht so ganz zurecht, nachdem sie ja besser reingestartet waren. Doch das 0:1 brach sie ein bisschen in der Moral und in der Spielkultur. Nun hätten sie auch mit 0:2 in Rückstand gehen können. Niederlechner hier gegen Jekewitz verpasst die Chance nach knapp 41 Minuten. So ging es mit einem knappen Rückstand aus eiserner Sicht in die Katakomben. Das war aber auch verdient. Augsburg spielte wieder richtig gut. Konnten sie diesmal die Führung besser verteidigen als noch zuletzt gegen Schwarz-Gelb. Khedira legt in die Mitte. Vargas nochmal zu Jensen weitergeleitet. Das Gikiewicz, der beste Mann bei den Berlinern an diesem Nachmittag, fährt den Fuß aus. Hält seine Mannschaft damit im Spiel. Knapp 10 Minuten gespielt. Weiter Abschlag von Gikiewicz, der wieder zurückkommt. Vargas über die linke Seite. Legt zu Jensen, der noch ein weiter zu Niederlechner. 0:2, 56. Minute. Ein erstaunlich fahriger Auftritt von Union Berlin. Das war man insbesondere hier in der alten Försterei nicht gewohnt. Augsburg machte das aber auch stark. Max in die Mitte gelegt zu Florian Niederlechner. Und dass diese Kombination gut funktioniert in dieser Saison, das ist allseits bekannt. Gute Flanke von Max. Niederlechner musste ihn dann nur noch in Richtung des Tores bringen. Sollte zumindest der Anschlusstreffer gelingen. Andersson mit einem starken Ball raus zu Lenz, der mit einer guten Flanke, da ist Ingwarzen. Der macht zu wenig draus. Schafft nicht mal das 1:3 zu erzielen. Somit geht Augsburg mit 3:0 siegreich vom Platz. Zielen also wieder dreimal erfolgreich aufs Tor. Diesmal aber ohne die 5 Gegentore. Das Topspiel am Samstagabend zwischen dem FC Bayern München und dem FC Schalke 04. Tatsächlich ein Topspiel. Beide haben gezeigt, wie stark sie reinstarten können in die Rückrunde. Bayern mit 4:0 gegen die Hertha und Schalke zu Hause gegen Gladbach. Auch ein Ausrufezeichen mit dem 2:0. Hier mussten die Schalke aber aufpassen, nicht ganz früh in Rückstand zu geraten. Thomas Müller bekommt nach Balleroberung von Perisic den Ball perfekt aufgelegt in die Mitte. Der trifft etwas zu platziert, aber nur die Innenseite des Aluminiums. Glück hier für Schubert und Co. Die Bayern hier klar dominant in der Anfangsphase. Die Möglichkeiten waren da. 27 Meter Torentfernung. Robert Lewandowski mit einem guten Freistoß. Doch Schubert ist da und fischt den raus. War nicht platziert genug geschossen. Die Bayern gingen auf die Führung, sie wäre lange möglich gewesen. Lewandowski zu Davis, schöne Flanke auf den zweiten Pfosten, da ist Thomas Müller, der nicht ganz hinter den Ball kommt. Nicht ganz so groß wie seine erste Möglichkeit, aber auch nicht schlecht. Doch im Rücklaufen ist es immer problematisch, den Kopfball präzise aufs Tor zu bringen. Nun auch Schalke dann mal gefährlich. Mascarell, Schöpf, starker Ball zu Rahmann, alleine vor Neuer. Doch Manuel Neuer mit einer super Parade macht sich da groß, bleibt lange stehen und kriegt den Ball dann wohl ans Knie. Rahmann mit der Chance zum Führungstreffer für Schalke. Nochmal die Bayern vorm Seitenwechsel. Thiago. Und Schubert zeigt, was er kann. 42. Minute, richtig gute Parade. Thiago schließt da ab mit dem linken Fuß. Ist aber nur der zweite Sieger gegen Schalkes aktuelle Nummer 1. Nübel ja noch gesperrt, kommt nächste Woche aber wieder zurück. Wer dann im Kasten steht, aber ist unbekannt. 53. Minute, zweiter Durchgang also. Die Bayern wieder im Vorwärtsmarsch. Müller zu
Thiago, der legt perfekt in die Mitte. Da ist Ivan Perisic. Muss nur noch den Fuß hinhalten. 54. Minute, der Führungstreffer für die Bayern auch verdient. Schubert kann nichts mehr machen. Doch Rahman setzt sich hier stark durch. Richtig gute Aktion. Die Bayern lassen sich tatsächlich auskontern im eigenen Stadion. Rahman kann den Ball natürlich viel zu lange treiben. Da ist niemand bei Suat Serdar. Und der unterstreicht eine überragende Saison, die er aktuell spielt. Ausgleich, eine knappe Viertelstunde vor dem Ende. Schalke eiskalt. Doch die Bayern kamen nochmal. Goretzka legt raus zu Thomas Müller. Zu Davis und der fällt rein am zweiten Pfosten. Schubert sieht da nicht glücklich aus. Verliert so ein bisschen die Orientierung. Dann bekommt er den Ball auf die rechte Flosse geköpft. Und lenkt ihn sich unter das eigene Dach. Alfonso Davis mit dem späten 2:1. Schalke war gebrochen. Bayern hatte die Möglichkeit nochmal zu erhöhen. Goretzka, Thiago zurück zu Goretzka. Schubert nochmal mit der Parade in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Doch auch dieses Zeichen änderte nichts mehr am Spielstand. Bayern gewinnt mit 2:1 gegen Schalke, über die 90 Minuten hinweg gesehen auch absolut verdient, wenngleich sich die Königsblauen tapfer und richtig gut geschlagen haben. Der SV Werder Bremen hat 1:0 gegen Düsseldorf gewinnen können, aber um welchen Preis? Vogt verletzt am Kopf und Moisander fehlt, gelb-rot gesperrt hier. Gegen Hoffenheim hatten sie aber die erste Möglichkeit nach 3 Minuten. Davy Klaassen per Kopf, aber die Sinsheimer spielen auch eine unkonstante Saison. Zuletzt 1:2 verloren gegen Frankfurt zu Hause. Vorher, vor der Winterpause, ja 2:1 gegen Dortmund gewonnen. Also was ist bei Hoffenheim los? Der SV Werder Bremen spielt hier richtig stark auf. Hoffenheim also schlecht drauf, Bittencourt legt zu Maxi Eggestein. Der hat Şahin im Auge. Und der schließt richtig stark ab. 9. Minute. 1:0 für den SV Werder Bremen. Guter Abschluss. Schönes Tor. Nicht zu halten für Philipp Pentke. Doch nun verzockt sich Bremen hier so ein bisschen. Şahin verliert den Ball an Kramaric. Baumgartner zu Andrej Kramaric. Das wird eiskalt ausgenutzt. Der Stürmer der TSG, der den Ball selber erobert, ist am Ende Nutznießer dieser Aktion. Der Ausgleichstreffer also für Hoffenheim. Werder Bremen, die etwas bessere Mannschaft im ersten Abschnitt, hatte dann auch nochmal eine Chance. Şahin zu Rashica. Scheitert aber an Philipp Pentke, der hier gut parieren kann, sich feiern lässt. Der Ball hätte auf jeden Fall gesessen. So ging es mit dem 1:1 in die Pause. Ärgerlich für Bremen, weil dieser Ballverlust von Şahin vor dem 1:1 absolut vermeidbar war. Wir starten in den zweiten Durchgang und Hoffenheim startete besser in diesem. Baumgartner zu Kramaric, Dennis Geiger zu spitzer Winkel hier, den er versucht. Nicht verkehrt, aber dann auch nur ans Außennetz. Den hätte sonst Pavlenka wohl auch rausgefischt, wenn der auf den Kasten gekommen wäre. Eine Stunde knapp gespielt. Rudi Grilic, Rudi zu Andrej Kramaric. Nimmt da Ömer Toprak aus. Ob gewollt oder glücklich, sei mal dahingestellt. Mit dem linken lupft er ihn leicht an und haut ihn da drauf aus der Drehung. Das ist ein richtig guter Treffer. Toprak läuft dadurch nur ins Leere. Bremen stand mal wieder vor dem Nichts.
kämpfte sich aber wieder ran. Osaka bekommt den Ball von Rashica in den Lauf gespielt. Treffer hätte auch nicht gezählt. Abseitssituation. Philipp Pentke aber trotzdem kann sich nochmal hier ein bisschen Selbstbewusstsein verschaffen. Die Schlussphase gehörte dann aber wieder Sinsheim. Kamen sie nochmal zur vorzeitigen Entscheidung. Kramaric mit dem Flankenball. Da ist Munas Dabur. Schafft es aber nicht, seinen ersten Treffer zu erzielen für Hoffenheim. Fehlt aber nicht viel. Es blieb beim 1:2 der SV Werder Bremen, muss sich also nach einem kleinen Hoch wieder mit einer Niederlage zufrieden geben, obwohl sie nicht die schlechtere Mannschaft waren. Leverkusen darf zum zweiten Mal in Folge den Spieltag beenden. Fortuna Düsseldorf zu Gast in der Bay-Arena. Leverkusen hatte ein gutes Spiel abgeliefert, weitestgehend gegen Paderborn sich mit 4:1 durchsetzen können. Düsseldorf unterlag im Kellerkrimi mit 1:0 gegen den SV Werder Bremen. Hier hatte die erste Chance. Folgerichtig Gastgeber Leverkusen, Kai Havertz zieht drauf. Doch Kastenmeier fischt den ohne Probleme runter. War ja fraglich, ob er spielen würde oder Rensing. Er war der Auserwählte. Hier gegen Kevin Volland war er in der 14. Minute dann aber absolut machtlos. Volland, der zwei Treffer erzielte gegen Paderborn, knipst hier fröhlich weiter. Für Kastenmeier nichts zu halten. Verdiente Führung ohne Frage. Leverkusen spielt richtig stark, verpasst es aber zu erhöhen. Kai Havertz mit der Chance auf 2:0 vor dem Seitenwechsel, zielt aber etwas zu hoch. Nach 45 Minuten stand es 1:0, Bayer 04 Leverkusen zeigte eine richtig gute Leistung. Düsseldorf fand hier in diesem Sonntagabend gar nicht so richtig rein. Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild. Wieder Leverkusen besser. Julian Baumgartlinger zudem hierbei. Die können sich da vom 16er die Bälle hin und her schieben, wie sie wollen. Kai Havertz nicht im Abseits. Versucht dann in die Mitte zu spielen. Doch Adam Bozek passt auf und hält den Fuß rein. Eckstoß von der rechten Seite. Da ist Sven Bender, der zwar rankommt, an diesen Ball ihn aber nicht gut platzieren kann. Der geht dann deutlich vorbei und deutlich rüber. Aber Leverkusen bemühte sich hier alles klar zu machen. Von Düsseldorf nach vorne zu wenig zu sehen. Dann diese Konteraktion in der 73. Minute. Volland zu Havertz. Das ist kein Absatz. Kai Havertz. Und dann war alles klar in der 74. Minute. 2:0 für Leverkusen. Kastenmeier bei beiden Treffern ohne Chance. So ging es dann zu Ende. Leverkusen schlägt Düsseldorf verdientermaßen mit 2:0. Holt sich damit in 2020 schon Punkte 4, 5 und 6. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lass doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Sonst sehen wir hier nochmal die Tabelle im Überblick, was das Ganze bedeuten würde. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Macht's auf jeden Fall gut. Bis zum nächsten Mal und adios.